Wie geil ist die Animation denn bitte? Wie geil ist das? Das sind einfach nur das Modell. Rabe wurde erstellt und das war's. Guck mal, da ist sogar noch ein Scharfschütze. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Sniper Ghost Warrior 3. Jawohl, ihr seht schon da oben, es ist Tag. Ich habe es einfach mal auf Tag gestellt, weil ganz ehrlich, ich will das auch mal im Tag sehen. Wir alle wollen es im Tag mal sehen. Ich bin mal gespannt, ob das auch so bleibt oder ob wir extra nachts reingehen müssen tatsächlich. So, mal gucken. Verstärkung haben wir als nächste Hauptmission. Die machen wir jetzt einfach mal, weil wir ganz cool drauf sind jetzt. Zack, los geht's. Es kam auch, oh je, er lädt. Es ist ungewöhnlich dafür. Es kam ein neuer Patch übrigens auch raus, wo wir gerade über Laden sprechen. War auch gar nicht mal so klein. Der war, glaube ich, 5 GB groß oder so. Irgendwie so, in ein paar Gigabyte war der auf jeden Fall. Das Ding ist, in den Patch-Notes stand drin wohl, dass unter anderem die Lades, ja, Ladevorgänge angeblich schneller funktionieren. Ich glaube, ihr seht es selber, wie schnell es funktioniert. Ich würde sagen, unverändert schnell. Ziemlich geil. Naja, auf jeden Fall irgendwie auch Interessenpunkte, die auf der Karte sind, so kleine Punkte, so wie mit dem Scharfschützengewehr, was ich gefunden hatte, dass sich das Spiel merkt, dass man da schon war und sowas. Alles wurde wohl behoben, einige Bugs behoben. Also einige Punkte behoben. Ich bin ja mal gespannt, warum er jetzt wieder laden musste. Kann ja nur bedeuten, dass wir wieder irgendwas anderes sehen, irgendeine andere Landschaft oder so. Du darfst den Schutzengel spielen. Großartig, ein Tempowechsel wäre ganz angenehm. Wem gebe ich Deckung? Ein Agent von JSOC ist aus ungenannten Gründen im Gebiet. Das wird uns keinen Ärger bereiten, oder? Nee, er infiltriert eine Bergbauanlage, um Informationen zu gewinnen. Er ist ein wenig frisch. Erste Solo-Mission. Könnte Unterstützung gebrauchen. Das haben wir alle schon mal durchgemacht. Ja, wirkt, als wäre es schon 100 Jahre her. Für dich vielleicht, alter Sack. Ich fange gerade erst an. Glaub das ruhig, John. Schütz den Kleinen einfach, falls es notwendig wird. Begib dich dorthin, finde ein passendes Versteck und halte ihn am Leben, bis er fertig ist. Ende. Roger. Ja, und so wie das Ganze angefangen hat, am Tag ist es jetzt wieder Nacht. Yay! Das habe ich mir schon gedacht, dass es irgendwie so eine Mission ist. Ja. Die im Dunkeln oder im Dunkeln handelt auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Wartet mal. Vielleicht müssen wir diesen ganzen Kram ja auch eigentlich auch gar nicht fahren, obwohl das wäre. Warum bitte soll ich da außen rumfahren, wenn ich doch da langfahren kann? Das Problem ist, dass da auch kein Wegpunkt in der Nähe ist. Beziehungsweise sind schon welche in der Nähe, aber ein bisschen zu weit weg. Warte mal, hier hoch, habe ich gesagt, ne? Nee, doch nicht. Andere. Die andere Straße. Und zwar hier vorne die. Mehr oder weniger eine Straße ist. Oh fuck. Da kreuzt man so ein bisschen die Mine hier. Und da oben war der Scharfschütze übrigens. Der nicht mehr da ist. Ein Moment, ich schicke mal eben die Drohne voran. Also ich weiß nicht, was das bedeutet, dass die Interessenpunkte sein sollen. Oh, hier waren wir doch schon mal. War das nicht vorletzte oder letzte Folge? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist es da ganz schön voll. Da scheint ein Scharfschütze zu liegen, den ich jetzt gerade leider nicht sehen kann.
Er war auf jeden Fall ein Scharfschütze. Extreme Navigation. Was heißt denn extreme Navigation? Warte mal, wenn ich doch da stehe und der gerade mich sehen konnte. Oder ist er da auf diesem Turm, ne? Ah, ja, ja. Ist er. Er soll uns aber nicht interessieren. Zumindest noch nicht. Oh, oh, oh. So, das ist das, was wir beseitigen müssen. Haben wir beim letzten Mal schon ganz gut hingekriegt, eigentlich. Ah, es ist top, wenn das mehr. Wie geil ist die Animation denn bitte? Wie geil ist das? Das sind einfach nur das Modell. Rabe wurde erstellt. Und das war's. Guck mal, da ist sogar noch ein Scharfschütze. Da sind überall Scharfschützen da oben. Ah, man kann da sogar hoch, kann das sein? Also wie gesagt, das hat echt wirklich viel mit. Also ich. Die Mine hat eine interessante Ja, Geschichte, John. Sie genau. wurde von den Sowjets gebaut. Offiziell wurde dort Kohle verarbeitet. Und was steckte inoffiziell dahinter? CIA-Berichte besagen, dass die Sowjets Uranvorkommen entdeckt haben und heimlich abgebaut. Uran war schon fast komplett abgebaut, als Georgien zum unabhängigen Staat wurde. Wirtschaftlich hatte das einfach keine Zukunft. Also haben sie den Laden dicht gemacht. Seitdem ist es ganz schön heruntergekommen. Tja. Ist wieder so ein Fall von passiert. Geht diese verdammte Schlampe zu ihren Scheißeltern. Ich hätte stattdessen ihre Schwester ficken sollen. Jedes Mal, wenn ich meine Augen schließe, kann ich. Hey, stimmt was nicht? Alles gut bei dir? Der guckt aber tief rein. Fang an zu reden. Dein Ziel ist da drüben. Aha. Dein Ziel ist da drüben. Ist ja höchst interessant. So. Also muss ich da hoch wahrscheinlich. Mit größter Wahrscheinlichkeit muss ich da hoch. Okay, hier gibt's nichts. Ich habe das schon lange nicht mehr gespielt hier, muss ich ganz ehrlich gestehen. Da ich mehr am Ark suchten war, wie ihr vielleicht festgestellt habt, auf meinem Kanal. Und da ist das so ein bisschen flöten gegangen. Aber macht ja nichts. Also ich warte immer noch heiß begehrt auf den Multiplayer-Modus, der ja immer noch nicht da ist. Aber dafür, wie gesagt, schon ganz viele Updates, sag ich mal. Ach, wir waren ja hier auch hier oben. Okay. Ah, toll. Regen. Na, ich ahne Schlimmes. Bereit, wenn du es bist. Nicht angreifen. Auf meine Zeichen achten und hersehen. Ich schalte erst den Kerl aus. Gib mir Deckung. Das war leicht. Ich gehe voraus. Der oben gehört dir. Mein Gott, der Flug ja wie ein Engel zu ihm, ne? Der war doch noch irgendwo ein Turm, ne? Räum den Kerl aus dem Weg. Warte, bis er hinter den Ruhren ist und schalte ihn dann aus. Verstanden. Hä, sehen die sich nicht? Schieß schon. Jetzt, jetzt.
Okay, war schlecht, gebe ich zu. Ich höre etwas. Vorsichtig, fliege auf dem Weg. Bleibt versteckt. Roger. Himmel, ja. Sobald sie bemerken, dass niemand mehr antwortet. So ein Scheiß. Scheiße. Feind aus südlicher Richtung. Schalte ihn aus. Heilige Scheiße. Zu knapp. Schöner Schuss. Ich gehe. Sehe das Ziel. Stell das Feuer ein. Warte, warte. Ich gehe nach links, du rechts. Warte auf dein Signal. Hat er nicht gerade gesagt, ich gehe nach links und du rechts? Was ist das für eine Logik? Oder eine Übersetzung, eher gesagt. Daten werden geladen. Kollege, beeil dich lieber. Okay, hab die Daten. Ich verschwinde. Danke, Kumpel. Bis zum nächsten Mal. Hoi, gib dem Agenten Deckung. Haben wir getan. Aufgelegter Anschlag verlassen. Achso, nö, wir können aber eigentlich draufbleiben. Weil dann machen wir eben nämlich noch das hier. Putz! Dann räumen wir nämlich gleich mal auf hier. Weil hier haben wir nämlich noch nicht aufgeräumt. Das waren aber noch nicht alle. Scheiße. Wartet mal, ich guck mal eben. Ich habe gerade festgestellt, das Weibein braucht man nicht unbedingt. Ja, es geht, ne? Warte mal, steht da noch einer? Jo, da steht ja noch einer. Ja, ich guck einmal noch mal einmal zur Absicherung. Und dann knüpfen wir uns das hier gleich alle vor hier. Ja, ja, weil ich glaube, hier gibt's auch eine Kamera, ne? Wir hatten zumindest beim letzten Mal hatten wir eine Kamera hier gehabt. Ich sehe jetzt so nur noch einen Soldaten, der draußen steht. Moment. Ah, der Scharfschütze ist da. Komm schon, Mann. Junge, ey. Was ist denn los mit ihm? Achso, warte mal. Kaputt. Verdammte Katzen. Hier muss noch einer sein, anscheinend. Ah. Hui! Mietz, Mietz! Das waren immer noch nicht alle! Ja, leck mich doch! Ja, die sind da unten irgendwo. Die Frage ist, wenn ich jetzt da runterrutsche, kommen die Soldaten wieder? Spawn die wieder, weil wir hatten das ja schon mal gehabt da. Dass sie wiedergekommen sind tatsächlich. Aber ehrlich gesagt sehe ich auch gar keinen mehr. Irgendwo wird einer sich verstecken noch.
Ist leider immer so ein bisschen die Frage, wo? Ich meine, wenn wir... Ach, wir gucken einfach mal. Wenn er kommt, dann kommt er, aber ich werde ihn erschießen. Warte mal, Generator? Serverraum? Wir sollten vielleicht den Serverraum geben. Ach ja, hier sind ja noch Kameras. Stimmt. An die Kameras habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Ich glaube, eine Etage höher müssen wir. Ja. Eine Etage höher, eine Etage höher. Das wird sogar jetzt angezeigt hier alles richtig, ne? Selbst hier drinnen schneit, das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Regen, Schnee, alles Mögliche. So muss das sein. So, wo ist jetzt hier der Kram? Ich meine, hä? Hier wird doch ein Server angezeigt. Ich höre auch irgendwas. Oder geht's hier noch höher? Boah, die Pollen fliegen hier rum. Da kann man sich verstecken. Ja, nein. Hä? Ich höre ja auch einen Server, aber ich sehe ihn nicht. Ein bisschen gerade merkwürdig. Ja, keine Ahnung, ich kann das irgendwie... Ich sehe ihn halt nicht. Ah, ich weiß, dass es hier Kameras gab. Ist ja auch egal. Ich weiß auch nicht, ob wir das deswegen nicht säubern können. Weil das ein Teil der Mission war. Das weiß ich, wie gesagt, nicht. Kann sein, dass es daran liegt. Ach, guck mal, da wurde der Server nochmal angezeigt. Ich weiß es nicht. Schalldämpfer-Kit. Und wenn ich jetzt nämlich hier auf diese Etage gehe, da wird er angezeigt dort hinten. Das heißt, er muss tatsächlich eigentlich auf dieser Höhe sein, aber... Ich weiß eben auch halt gar nicht, ob überhaupt noch einer lebt. Das ist auch so eine Frage, die ich mir jetzt gerade mal so stelle. Warte mal, dahinter ist das. Die Frage ist nur, wie kommt man dahinter hin? Wahrscheinlich gar nicht, oder? Warte mal, ich höre es. Ja, keine Ahnung. Vielleicht haben die irgendwas falsch gesetzt oder so. Ich weiß es nicht. Kerl, ist ja ganz nass der Kerl hier schon. So, zeig mal hier, was haben wir denn hier? Nee, aber hier können wir auch nichts machen. Sieht zwar alles sehr schön aus, aber wir können damit nichts machen. War das nicht hier mit den Kameras? War das vielleicht doch woanders? Ja, ich glaube, das bringt dann auch nichts, wenn das ein Teil der Mission war. Aber eigentlich eine rote Flagge wird mir angezeigt. Warte mal, war da einer? Ne, oder? Doch, da steht ja einer. Wie geil ist das denn? Mitten auf dem Feld einfach mal so. Juhu! Rede oder du bist dran. Unsere Leute sind hier stationiert. Ah, ehrlich. Aufenthaltsort der Wachen erfasst, aber...
Irgendwie, nein. So, die Mine. Ich frage mich jetzt, wenn ich jetzt die säubere, ob das sich jetzt das Spiel endlich merkt. Also, ob es das überhaupt jetzt war. Weil die hatten ja gesagt, Interessenspunkte, und ich finde ja so ein Dingen hier, so ein Posten ist ja eigentlich so ein Interessenspunkt, dass das abgespeichert wird tatsächlich. Das heißt, dass wir das nicht nochmal ein zweites Mal machen. Es sei natürlich... Dein Ernst? Hier ist ein Segen. Hä? Da sägt doch jetzt nicht einer da draußen. Das kannst du mir nicht erzählen, dass da jetzt hier draußen irgendwo einer am Sägen ist. Was ist das denn? Hä? Hier ist tatsächlich ein Knopf. Aber ich kann damit nichts machen. Da geht's runter in die Mine. Ah, das geht bestimmt... Also ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, aber... Interessant ist das schon. Also, ich glaube, das war die Säge, die wir gerade gesehen haben. Aber ich kann den Knopf hier nicht drücken. Entweder, weil wir immer noch in der Mission drin stecken, weil wir müssen ja den Ort eigentlich verlassen. Eigentlich. Was wir bis jetzt noch nicht getan haben. Eigentlich. Ah, da geht's bestimmt da rein, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir das jetzt gesäubert und hier sind noch ein paar Dinger, die wir noch einsammeln können. Die wir auch am besten sollten. Schmerzmittel, sehr geil. Das, was ich beim letzten Mal alles beim Laden verloren habe, was ich mit Sicherheit schon wieder verloren habe, kann ich jetzt wieder aufsammeln. Weil ich hätte ja echt wirklich viel gesammelt. Ich hatte ja so viel gesammelt, der wollte ja schon gar nichts mehr aufnehmen. Aber durch das letzte Mal da... Durch das Laden... So, warte mal, ich glaube hier drinnen gibt es eine Kiste. Ja. Super! Warte mal, ich glaube hier unten... Ich weiß nicht, was das war da gerade. Dass wir den Knopf nicht drücken konnten. Explosive Teile. Hier liegt noch irgendwo was. Oh, 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 oh. Das war ja ganz special. So, da ist die eine. Ah, es gibt hier auch... Strukturschwäche. Aha. Ja, ich habe ja nur einen neuen Skill, habe ich, ja. Oder liegt sogar was noch. Wo war denn jetzt die Strukturschwäche? Interessiert mich eigentlich an sich auch, aber... Warte mal. Nee. Ah, hier drinne. Alright. Ja, jetzt ist ja die Frage, kommen wir da irgendwie runter oder... Oder geht das nicht, weil... wir in der Mission drinne sind. Weil ich finde das schon ziemlich interessant eigentlich. Und wenn sowas ist, dann gibt es auch so einen bestimmten Radius, wo Erkundungsmodus steht. Aber wie gesagt, das funktioniert ja nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie anschießen kann. Eher weniger. Weil da passiert tatsächlich gar nichts. Ja, ich verlasse das vielleicht einfach mal. Mann, ich glaube aber, wenn ich das verlasse, sind die Soldaten wieder da und die Scharfschützen inklusive. Und ich glaube, dann können wir es eh knicken. 62, war ein bisschen schlechter. Der Bursche von Jay
Basehock hat sich wie ein Profi verhalten. Ja. Haben eine Riesenladung verschlüsselte Daten. Ernsthaft wichtiger Kram. Wie wichtig? Tut mir leid, John. Verdammt, Robert ist ja so schlüpfrig wie dieser Amasi. Ich glaube, wir hätten es gehört, wenn Robert tot wäre. Vorerst sind er und Amasi, falls es den wirklich gibt, vom Erdboden verschlüsselt. Irgendwas Positives? Natürlich. Deine kleine Tankexplosion hat den Transport von bedeutenden Chemikalien verhindert. Die Flüssigkeitstanks sind jetzt weit vom Ziel entfernt. Haben die Operationen der Separatisten deutlich blockiert. Wissen wir, was sie in den Tanks transportieren? Noch nicht. Wir haben Informationen über eine riesige Ladung hochmoderner Ausrüstung bestätigt, die in die Region geschmuggelt wurde. Wohin, wissen wir nicht. Godric Hell, bist du denn überall? Überall, wo ich sein muss. Ich habe es irgendwie an Lydia vorbeigeschafft. Gott sei Dank. Das Verhör einiger krimineller Verschwörer verschaffte mir Infos bezüglich des Ortes, wo Vesilisk die Hightech-Waffen hingeschmuggelt hat. Und wo wäre das? Ich warte noch auf das Zauberwort. Vielen Dank. Ganz richtig. Die Waffen werden zu einer alten verlassenen Militärbasis in den Bergen geschafft. Sowjetisches Gebiet. Vesilisk nennt es eine Höhle. Du solltest wirklich mehr an mich glauben, John. Ende. Ja, John, was ist denn los mit dir, John? Richtig kaputter Typ. Irgendwie gibt's ja gar nichts, ne? So ein ganz großes Gebiet, wo einfach mal gar nichts ist. Sind wir wieder im Anfangsgebiet? Kam ich nicht gerade von dort? Dann hat er sich das anscheinend doch gemerkt, oder? Zumindest ist die Flagge weg. Das ist ein bisschen merkwürdig. Hä, ich bin jetzt wieder... Ja, ich bin jetzt wieder am Anfang. Hä? Ah, egal. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Cyber Ghost Warrior 3. Bis dahin, ciao, ciao.